Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Ziele erklärt. Ja, liebe Zuschauer, wir diskutieren seit einigen Wochen über die Thematik Gottes. Wir hatten in der letzten Sendung bereits über die verschiedenen Weltreligionen angefangen zu sprechen. In der letzten Sendung hatten wir konkret den Islam angesprochen, was er denn über die Einheit Gottes sagt, und wollten heute über andere große Weltreligionen sprechen. Und diese Thematik möchte ich heute angehen mit, wie immer, einem kompetenten Gesprächsteam. Ich darf ganz herzlich bei mir hier im Studio die Experten begrüßen, Herr Ahmad Kamal, Herr Sadiq Ahmad Butt und Herr Rana Munawwar. Ganz herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Genauso gilt der Willkommensgruß natürlich auch an das Publikum. Herzlich willkommen bei uns bei Ziel erklärt. Sie kennen das bei Ziel erklärt. Wenn Sie eine Frage an die Experten haben, zeigen Sie kurz auf, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Frage direkt an die Experten zu stellen. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen dann auch so langsam zur Kernthematik kommen. Aber bevor wir zu dieser Thematik kommen, möchte ich mal die erste Frage an dich, dich bitten, etwas dazu zu sagen. Gibt es überhaupt eine Basis, um über diese Thematik zu sprechen? Denn es muss ja irgendwo eine Basis geben, um über die verschiedenen, also die verschiedenen Weltreligionen, die wir haben, und die verschiedenen Gottesbilder, die müssen ja irgendwo einen gemeinsamen Nenner haben oder eine Basis haben, auf die basierend wir diese Thematik angehen können. Gibt es da so eine Basis, über die man sprechen könnte? Ja, dieser Gedanke ist ganz richtig von dir. Also es gibt eine Basis, und diese Basis ist die Vernunft. Denn da wir, wie du gesagt hast, dass es verschiedene Gottesbilder gibt, diese untersuchen müssen, diese analysieren müssen, erörtern müssen und später auch zu einem Ergebnis kommen müssen, welches Gottesbild jetzt auch für die Menschheit, für überhaupt das Richtige ist, muss es etwas geben, und das ist die Vernunft. Und die Vernunft sagt uns, dass Gott, um die Beziehung zwischen dem Menschen oder der Schöpfung und dem Herrn funktionieren lassen zu müssen, können, muss Gott alle Eigenschaften, alle Attribute und alle Stärken in sich tragen. Aber auf der anderen Seite darf keine bekannten oder auch nicht bekannten Schwächen haben. Das heißt, ein Gott, der eine Schwäche aufweist und diese Schwäche uns bekannt wäre, und der Diener Gott um sein Anliegen oder sein Bedürfnis anbeten würde, aber dabei mit diesem Hintergedanken, dass Gott diese und diese Schwäche hat, würde er nicht diese Reinheit in sich schaffen können und dann mit dieser Reinheit zu seinem Schöpfer gehen. Weil er natürlich immer diese Zweifel hätte, wird es mein Gebet erhört oder nicht erhört, ist dieser Gott überhaupt in der Lage, stark genug zum Beispiel. Und es gibt leider Gottesvorstellungen, worin Gott als eine schwache Persönlichkeit, ein schwaches Wesen dargestellt wird, werde ich später näher dazu kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch polytheistische Gottesbilder, wo mehrere Götter nebeneinander gleichwertig oder in einer Hierarchie herrschen. Und wenn man das anhand der Vernunft abtastet, kommt man auch zu dem Ergebnis, dass es zweierlei Problematiken geben wird, wenn es mehrere Götter gibt. Einmal ist es, dass diese Götter natürlich, da sie alle gleichermaßen existieren, ein Verhältnis zueinander aufbauen müssen, und dieses Verhältnis führt dazu, dass sie voneinander in irgendeiner Weise abhängig sind. Wenn es, wie es in verschiedenen Kulturen oder Gottesbildern ist, dass es eine Familie ist, so ist eine Gottfamilie, oder auch in verschiedenen Hierarchien verschiedene Götter gibt, alle sind voneinander irgendwie abhängig. Und diese Abhängigkeit von Gott zu einem anderen Gott ist etwas, was die Vernunft nicht unterstützt. Weil ein Gott darf in keinster Weise von irgendwas abhängig sein. Und die zweite Problematik, die entsteht, ist, dass die Götter vielleicht möglicherweise untereinander konkurrieren würden. Und diesen Konkurrenzkampf im Himmel, wenn man das so sagen würde, da unterstützt die Vernunft auch nicht, weil man kann nicht diese Götter als Gott annehmen, die untereinander einen Krieg führen, untereinander Streite führen und sich nicht um ihre Schöpfung kümmern. Und wenn man das aus der Sicht des Dieners also betrachtet, ist es so, dass der Diener ebenfalls, da er Alternativen hat, wenn er zum Beispiel zu einem Gott sein Gebet äußert, zu ihm betet, aber das Gebet beim ersten oder zweiten oder meinetwegen beim dritten Mal noch nicht erhört wird und es verlangt einfach seine Zeit, dann hat er einfach im Hintergedanken, dass ich umspringen kann und einen anderen Gott anbeten kann. Und solange es mehrere Götter gibt,
wird er nicht dieses reine Verhältnis zu Gott entwickeln und nicht dementsprechend dann vor ihm treten. Das kann man auch sehr primitiv durch einfache Beispiele aus der weltlichen Natur verstehen. Es gibt überall in unserem Umfeld Systeme, Institute, Staaten und so weiter, und die alle funktionieren nur dann gut, wenn es nur einen obersten Oberhaupt quasi gibt. Ja, wenn es um einen Staat geht, dann gibt es einen Staatsoberhaupt. Wenn es um ein Königreich geht, dann gibt es ganz oben einen König, der die Entscheidungen trifft. Und sobald es mehrere Könige gibt von einem Königreich, gibt es wiederum, wie ich gerade beschrieben habe, Streitigkeiten, Kriege und so weiter. Wem geht es dann nicht gut? Dem Volk. Und dadurch, und man muss die Vernunft unterstützt nur so eine Gottesvorstellung, dass der Gott dem für das Volk barmherzig ist und ihm zugewandt ist und so weiter. Und nicht einer, der sich unter Göttern und so weiter in Streitigkeiten auffällt. Ein anderes Beispiel, was ich hier gern geben würde, ist aus dem Hinduismus. Dort gibt es ja viele Götter. Und da ist ein Gott, der heißt Shiv. Dieser Gott war zornig und wütend geworden auf einen Menschen und hat ihn umgebracht. Und auf der anderen Seite, der Gott Brahma hat diesen Menschen sehr geliebt und das war sein Geliebter. Er hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und so, weil Shiv aber trotzdem immer noch über die Macht verfügt, diesen Menschen nochmal umzubringen, hat er ihn nochmal umgebracht und Brahma hat ihn trotzdem nochmal zum Leben erweckt. Und so ging das immer hin und her, bis sie diesen Menschen vergaßen und liegen lassen haben quasi und untereinander Krieg geführt haben. Und das ist das, was die Vernunft absolut nicht bereit ist zu unterstützen. Und genau das hat uns auch der Islam beigebracht, wo es in der Sura Anbiya heißt, Lokana fihima aliyatun illallah la fasadata. Das heißt, wenn es in diesem System Himmel und Erde, was viel komplexer ist als ein Staat oder ein Institut und so weiter, wenn es in diesem komplexen System, was perfekt organisiert ist, mehrere Götter gäbe, außer Allah, dann würde das System kollabieren. Und das ist auch das, was der Islam oder den Islam auszeichnet, dass die komplette Gottesvorstellung und die komplette Lehre total mit der Vernunft in Übereinstimmung ist und im Einklang ist. Gut gemacht, vielen Dank. Das heißt, wir können festhalten, es gibt eine Basis, oder die Basis der Vernunft, von der du gesprochen hast. Wollen wir dann auch schon zur Kernthematik kommen und anfangen mit der größten Weltreligion, liebe Zuschauer, und das ist der Christentum. Kamal, das wäre meine nächste Frage. Die Vernunft, von der du gerade gesprochen hast, ist das in der Gottesvorstellung des Christentums auch vorhanden und geht das dort ein, im Christentum? Ja, diese Frage kann man jetzt nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Also man muss dazu kurz vorher abwägen. Es gibt und unterscheiden, weil es gibt eine Vorstellung im Christentum, die uns heute vermittelt wird. Aber laut dem Koran oder laut der islamischen Lehre heißt es, dass Allah sich nicht erst im Islam als den einen und den einzigen und allmächtigen Gott offenbart hat, sondern auch vor dem Islam zu jeder Zeit und in jeder Religion die Propheten, die gekommen sind, die haben den einen und den einzigen Gott gepredigt. Aber in dem Christentum ist es zurzeit so, dass es eher eine polytheistische Religion ist, als dass man sie eine monotheistische Religion in der Praxis bezeichnen könnte, weil die Menschen von einem Trinitätsgedanken ausgehen, von einer Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit Gottes. Jedoch ist der Ursprung im Christentum und wie der Glaube entstanden ist, genauso wie auch andere Glauben entstanden sind, dass Gott einen Propheten geschickt hat, in diesem Fall Jesus Christus al-Islam. Und Jesus Christus al-Islam hat, wie gesagt, einen Gott gepredigt. Und das wird auch durch die Bibel und durch dein ganzes Leben auch ganz klar und eindeutig. Aber jedoch haben wir diesen Trinitätsgedanken. Und dieser Trinitätsgedanke ist auch wiederum durch die Bibel und durch das Leben von Jesus Christus, wie er gelebt hat, wie er sich verhalten hat, was er gesagt hat, durch seine Aussagen, widerlegbar. Und ein anderer Leitgedanke des Christentums ist das Sühnopfer. Und diese beiden Sachen möchte ich, anhand dieser beiden Sachen möchte ich die Gottesvorstellung im Christentum heute analysieren, untersuchen.
Das Sühnopfer hat das auf sich, dass Adam, al-Islam, laut den Christen, jetzigen Christen, und Eva einen Fehler begangen haben, von der verbotenen Frucht gegessen haben quasi. Und dies hatte zur Folge, dass ihre Sünde, die sie begangen haben, übertragen wurde auf die ganze Menschheit, die nach ihnen kam. Der Gott im Christentum wird definiert, dass er der gerechte, der vollkommene, der absolut gerechte Gott ist. Jetzt fällt es den Christen schwer, aus diesem Gottesbild herauszukommen, dass dieser absolut gerechte Gott jemanden verzeihen kann, ohne eine Gegenleistung. Und diese Erbsünde, die durch diese Fehler von Adam und Eva entstanden ist, hat zur Folge, dass Gott den Menschen nicht direkt verzeihen kann, sondern einen Umweg gehen muss. Und dieser Umweg sieht so aus, dass er nach einigen tausend Jahren seinen Sohn, der ebenfalls durch die Trinität eben begründet, auch Gott war, ihn in die Welt geschickt hat und auf die ganze Sünden der Menschheit auf seine Schultern gelastet hat und ihn geopfert hat und dann zu sich gerufen hat und somit die Menschen erlöst wurden. Hierbei, wenn man diesen Gedanken jetzt so hört, entstehen sehr, sehr viele paradoxe Sachen, die nicht mit der Vernunft übereinstimmen. Zum einen fragt man sich, was hält Gott, dem allmächtigen Gott, davon ab, den Menschen direkt zu verzeihen? Denn ein Gott, dem seine eigenen Eigenschaften und Attribute verbieten, andere Eigenschaften und Attribute zu benutzen, ist kein Gott mehr. Zum anderen stelle man sich die Frage, wieso hat Gott, der Allweise, der Gott, der weise handelt, wieso hat er über Jahrtausende nicht schon seinen Sohn geschickt und erst so spät diesen Masterplan in Gang gesetzt und Jesus Christus erst so viele Jahrtausende später geschickt? Wieso hat er nicht sofort geschickt, um die ganze Menschheit schon damals zu erlösen und auch diese Abermillionen Menschen, die zwischen Adam, Eva und Jesus in diesem Intervall gestorben sind und unsere Welt verlassen haben? Wieso hat er diese nicht und wie hat er diese erlöst? Darauf gibt es auch keine Antwort. Dann stellt man sich die Frage, die ungeklärt bleibt, wenn Gott nicht gerecht, durch seine Gerechtigkeit, absolute Gerechtigkeit, diese Menschen nicht direkt verzeihen kann, was ist das für eine Gerechtigkeit, dass Adam und Eva einen Fehler begehen, den aber bis heute die komplette Menschheit ausbüßen müssen? Auf diese Frage habe ich auch keine Antwort gefunden, eine logische Antwort. Kamal, an dieser Stelle würde ich dich bitten, du hast eben diese Vorstellung des Christentums erwähnt. Kannst du diese Vorstellung vielleicht auch in Betracht zu den anderen Religionen ziehen und einen Vergleich ziehen vielleicht? Ja, im Islam ist es zum Beispiel so, dass der Gott nicht nur als Malik dargestellt wird, sondern auch als Malik. Malik würde jetzt bedeuten, dass er ein König ist, der gewisse Regeln und gewisse Gesetze aufgestellt hat und entsprechend diesen auch richtet dann. Aber Malik ist jemand, der Besitzer ist und der mit seinem Besitz und Eigentum umgehen kann, wie er es möchte und wie sein Wille ist. Und deshalb öffnet diese Eigenschaft des Malik, Maliki Yomiddins, Gott barmherzig zu handeln, wann und wie er möchte. Er ist jetzt nicht gebunden, jemanden, der einen Fehler begangen hat, dass er ihn erst verzeiht, bis er seinen Sohn meinetwegen in die Welt schickt oder bis er selber eine entsprechende Tat vollbringt oder Gegenleistung vollbringt. Ich hatte vorhin auch die Trinität kurz angesprochen, auf die möchte ich auch noch genauer eingehen. Also in der Trinität ist es ja so, dass das Grundprinzip der Trinität ist, dass Jesus Christus und der Heilige Geist dem Gott Vater gleichgestellt sind und gleichwertige Götter sind und unabhängig voneinander sind. Und auf der anderen Seite wird es noch erklärt, dass trotzdem einer gleich drei sind und drei gleich eins ist. Das ist auch wirklich ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn man anhand diesem selbigen Beispiel, Vorfall, noch weiter die Trinität untersuchen würde, Jesus Christus, über ihn wird gesagt, dass er deshalb Gott ist, weil es
in der Bibel heißt, am Anfang war es das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Damit bezeichnen sie Jesus Christus, dass es ihn schon seit Ewigkeit gibt. Er war bei Gott und Gott hat ihn eben für diesen Auftrag auf die Welt geschickt. Er hat diese Vermenschlichung quasi bekommen. Deshalb müssten wir davon ausgehen, wenn Gott um sein Geschöpf zu verzeihen, zu erlösen, einen Masterplan entworfen hat, muss er in den Einzelheiten seiner Pläne seinen Sohn, der wiederum, wie gesagt, ein Gott war, auch eingeweiht haben und vollkommen eingeweiht haben. Jesus Christus jedoch, wenn als der Tag oder die Nacht vor der Kreuzigung, vor dem Tag, auf den Gott hingearbeitet hat quasi, hat ein Verhalten an den Tag gelegt, was genau widersprüchlich des ganzen Plans gewesen ist. Er hat eine Nacht vorher das Gebet gesprochen, Eli, Eli, lima sabachthani, also kurz bevor er dann am Kreuz aufgehangen wurde. Oder zum Beispiel hat er gebetet, o mein Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das sind Sachen, die eindeutig beweisen, dass Jesus Christus mit diesem Plan oder mit dieser Hinrichtung als Kreuztod nicht einverstanden war als Mensch selber. Jetzt, wie kann es dann sein, dass Jesus Christus auch Gott ist? Und wenn er Eli, Eli betet, dann muss man sich die Frage stellen, betet er sich selbst an, weil er ist ja auch Gott. 1 ist gleich 3 und 3 ist gleich 1. Wen betet er eigentlich an? Wieso weiß er diese Pläne nicht? Wieso vollzieht er nicht diesen ganzen Plan? Wieso handelt er nicht dementsprechend? Das beweist, dass Jesus Christus im Namen eines Auftraggebers gehandelt hat und er mit einem Auftrag, mit einer Aufgabe gekommen ist und dass er Gegner hatte. Diese Gegner haben ihm Steine in den Weg gestellt. Und das sind alles Geschehnisse, die all den Propheten und all den Gesandten Gottes, die vor ihm in die Welt geschickt worden sind, auch widerfahren sind, auch vorgekommen sind in ihrem Leben. Und deshalb dieses Beispiel beweist eindeutig, dass Jesus Christus ein Gesandter Gottes war und nicht selber Gott ist. Und ich frage mich auch einige andere Sachen. Wie kann es durch die Logik begründet werden, dass 1 gleich 3 ist? Es gibt ein gängiges Beispiel. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ein Produkt kaufe, was 3 Euro kostet, und dem Kassierer 1 Euro in die Hand drücke, wird er mir vielleicht irgendwas erzählen. Und deshalb können Christen selber können das nicht erklären und wir haben das bis heute nicht nachvollziehen können, wie 1 gleich 3 und 3 gleich 1. Und das ist auch eine Vorstellung, die total unbiblisch ist und gar nicht in der Bibel vorkommt. Auf der anderen Seite, wenn Gott allmächtig ist, Gott Vater allmächtig ist und selber alles machen kann, wozu wird ein weiterer Gott benötigt? Also die Weisheit hinter diesem ganzen Konstrukt fehlt mir. Dann gibt es weitere Beispiele, dass Jesus Christus eindeutig nicht Gott sein kann. Nämlich, dass ein Jünger ihn gefragt hat, wann seine Wiederkunft ist, wann er wiederkehren wird. Er hat ja davon gesprochen, dass er jetzt von ihnen fortgehen wird und irgendwann wiederkehren wird. Daraufhin hat Jesus Christus geantwortet, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also das ist ein Beweis für sich, dass Jesus Christus eindeutig sagt, ich bin nicht allwissend, ich weiß nicht, was in Zukunft geschehen wird, ich weiß nicht einmal, wann meine eigene Wiederkunft ist. Wie kann man dann von so einer Person sagen, dass es göttliche Eigenschaften hat und dass es Gott über die Menschen ist? Das ist paradox, das ist nicht verständlich, das ist nicht logisch. Ein weiteres Beispiel, was verdeutlicht, dass Jesus Christus nicht Gott sein kann, ist, dass ein Jünger zu ihm gesagt hat, o guter Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut außer den einen Gott. Also eindeutig, er spricht von einem Gott und von dem einen absoluten guten Wesen. Und über sich selbst sagt er, ich bin nicht gut. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal hat er das deshalb gesagt, weil er als Mensch demütig handelt, so wie es auch jeden gläubigen Menschen auch auferlegt ist, demütig zu handeln. Oder er ist wirklich nicht Gott und nur ein einfacher Mensch
Und weil ein Gott braucht es nicht und es zäumt auch nicht einem Gott, dass er demütig handelt. Gott ist allmächtig, der höchste Wesen, hat Kraft und Macht, alles zu tun. Weshalb muss er sich vor einem Menschen demütig darstellen? Das ist ein Beweis dafür, dass Jesus Christus über sich selber nie und an keiner Stelle in der Bibel durch sein Verhalten oder durch eine Aussage gesagt hat, dass er Gott oder göttliche Eigenschaften hätte. Eine letzte Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, die aus der Bibel einen eindeutigen und absoluten Beweis liefert, dass Jesus Christus auch den Ein-Gott-Glauben gepredigt hat und nicht von sich selber oder über den Heiligen Geist erzählt hat, dass es auch Götter wären. Es heißt, welches ist das höchste Gebot von allen? Danach wird gefragt, was im Christentum das höchste Gebot ist. Jetzt aufgepasst, Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Also da bedarf es eigentlich auch gar keiner Interpretation mehr und gar keiner Erklärung mehr. Es gibt nur einen Herrn im Christentum, im ursprünglichen Christentum, in der Lehre, die Jesus Christus zu seinen Anhängern und, gebracht hat. Und eine andere logische Sache, die ich im Raum werfen möchte, ein Gedanke ist, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Anhänger Moses wieder zu vereinen, um die 12 Stämme Israels wieder zu vereinen. Jetzt muss, wenn Jesus Christus als Gott auftreten wird, als Gottes Sohn auftreten wird, dann muss es in den Schriften, in den Überlieferungen, da es so viele gibt, die über seine Ankunft erzählt haben, berichtet haben, irgendwo ein Zeichen oder eine Aussage bezüglich dessen geben, dass Jesus Christus als Gott kommen wird. Aber fragen wir heute die Juden, die Experten, die Theologen von Juden, es gibt nirgendwo im Judentum einen Hauch von Zeichen oder Aussage, die besagt, dass Jesus Christus, der Erlöser, der Messias von denen, als Gott oder Gottes Sohn kommen wird. Vielen Dank, Gamal, für diese ausführliche und informative Antwort über die christliche Religion. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben jetzt einen Überblick bekommen, wie die Gottesvorstellung in der Religion des Christentums ist. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir über Weltreligionen sprechen, dann reiht sich mit 850 Millionen Anhängern der Hinduismus in den sogenannten Weltreligionen hinten an dritter Stelle neben dem Christentum und dem Islam. Und Sadiq, das wäre auch meine Frage an dich bezüglich des Hinduismus. Könntest du uns zuallererst vielleicht einen groben Überblick über diese Religion des Hinduismus geben? Was ist das eigentlich für eine Religion? Ja, wie du schon sagtest, als Land ist der Hinduismus die drittgrößte Weltreligion. Seinen Ursprung hat er in Indien. Also genau genommen spricht man halt von verschiedenen Religionen, aus denen der Hinduismus besteht. Auch innerhalb des Hinduismus gibt es verschiedene Richtungen, die halt auch unterschiedliche, also mit unterschiedlichen Schulen und Ansichten. Deshalb wird der Hinduismus auch von verschiedenen Religionsgelehrten auch als verwandte Religion statt einer einheitlichen Religion bezeichnet. Und häufig gebrauchen sie auch dabei den Begriff Hindu-Tradition. Im Hinduismus gibt es keine einheitliche Organisation oder eine zentrale Führung oder auch ein allgemeingültiges gemeinsames Glaubensbekenntnis, wie es auch in anderen Religionen teilweise üblich ist. Es gibt auch keinen einheitlichen Religionsstifter, wie zum Beispiel Moses, Friede sei mit ihm, im Judentum. Und deshalb ist es halt auch sehr schwierig festzustellen, wann der Hinduismus genau entstand. Man geht davon aus, dass er ungefähr 2000 vor Christus entstanden ist. Der Hinduismus kennt auch keine verbindliche heilige Schrift oder kein verbindliches heiliges Buch, wie zum Beispiel im Islam der heilige Koran. Unterschiedliche Hindu-Gruppen richten sich halt nach verschiedenen heiligen Texten, wobei die Veden, die Upanishaden und die Bhagavad Gita. Diese drei gelten halt als die grundlegende heiligen Texte, die halt auch bei allen Hindus dann als solche angesehen werden. Und die ältesten und die wichtigsten und die heiligsten dabei sind jedoch die Veden. Und die Veden wiederum bestehen aus vier Veden, nämlich die Rigveda, die Samaveda, die Yajurveda und Atharvaveda. Okay, vielen Dank, Sadiq, für diese Einführung und diese Übersicht über den Hinduismus und würde jetzt auch schon direkt zur Thematik dieser Sendung kommen. Wie stellt uns denn der Hinduismus seinen Gott vor? Also wie ist die Gottesvorstellung in der hinduistischen Religion? Könntest du darauf vielleicht kurz eingehen?
Ja, vorab möchte ich noch sagen, wie der Islam, also aus der islamischen Perspektive, wie der Islam auf andere Religionen blickt. Dem Islam zufolge ist es so, dass jede Religion einen wahren Ursprung hat. Denn Gott hat zu allen Zeiten und zu allen Völkern Propheten gesendet, entsandt, die halt die Einheit Gottes lehrten. Aber mit der Zeit haben sich die Religionen abgeändert, so dass die Religionen, so wie wir sie heute finden, also verschiedene Religionen teilweise sehr weit entfernt sind von dem Einheitsgedanken, dass Gott halt eins ist. So ist das auch im Hinduismus. Wir sehen, dass der Hinduismus eine sehr polytheistische Form angenommen hat. Es wird eine Vielzahl von Göttern und Göttinnen verehrt. Und auch wenn viele Hindus lediglich behaupten, oder sie behaupten, dass sie halt in der Verehrung der vielen Götter eigentlich nur den einen Brahman sehen, den einen Gott sehen, aber in der Praxis sieht das doch ganz anders aus. Es gibt auch im Hinduismus, ähnlich wie im Christentum, auch das Konzept einer Dreifaltigkeit, die sogenannte Trimurti. Und dieser Trimurti zufolge wird Brahman als die Vereinigung der drei Hauptgötter gesehen. Die drei Hauptgötter der Hindus sind Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist demzufolge der Schaffer der Welt, Vishnu der Erhalter und der Bewahrer der Welt und Shiva der Vollender und Zerstörer der Welt. Wobei Brahma halt im Hinduismus als der oberste und der größte Gott gesehen wird. Aber wie ich eben schon erwähnte, werden halt neben diesen Göttern auch unzählige andere Götter verehrt, denen auch halt sehr viele verschiedene Eigenschaften zugeschrieben werden. Um einige Beispiele zu nennen, einige Beispiele von berühmten hinduistischen Göttern, Ganesh, Hanuman, Durga, Kali, Parvati, Lakshmi etc. Und einigen Schätzungen zufolge beläuft sich die Anzahl der Hindu-Götter sogar auf mehr als 30 Millionen. Nun, aus all dem, was ich eben gerade gesagt habe, geht eindeutig hervor, dass auch wenn es in den Veden die Lehre des einen Gottes wiederzufinden sein sollte, dass sie jedoch so schwach und so unvollständig ist, dass sich daraus praktisch der Weg für den Hinduismus frei war, sich zu einer polytheistischen Religion zu entwickeln. Indes ist es so, dass der Gott sich im Islam so präsentiert, dass er eins ist in seinem Wesen und aus sich selbst heraus existiert. Keiner ist ihm gleich und er ist halt einzig in seiner Art. Und in einer zentralen Sura, in der Sura Ikhlas des Heiligen Koran, wird es auch sehr schön wiedergegeben. Da heißt es, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad. Sprich, er ist Allah, der Einzige. Allahus Samad, Allah, der Unabhängige und von allen Angeflehte. Lam yalid, erzeugte nicht, Walam yulad, und er ward nicht gezeugt, Walam yakul lahu kufuwan ahad, und keiner ist ihm gleich. Diese wenigen, aber doch so klaren Verse des Heiligen Koran besagen, dass Gott einzig ist in seiner Art, in seinem Wesen und dass er der Ursprung des Universums und der Ursprung des Weltalls ist. Und um seine Eigenschaften zu offenbaren, ist er nicht abhängig von irgendeinem anderen Wesen. Und es gibt auch keine gleichgestellte Macht, die mit ihm seine Eigenschaften teilt. Und daraus sehen wir, dass der Heilige Koran in so knappen Worten doch so schön die Einheit Gottes verkündet, dass sie eigentlich gar keinen Weg mehr zum Polytheismus offen hält und dass der Islam praktisch nicht sich zum Polytheismus abändern könnte. Gut, das heißt, wir können festhalten, dass die Eigenschaft der Einheit Gottes nicht mit dem heute vorzufindenden Hinduismus vereinbar ist. Sadik, was ist eigentlich mit den anderen Eigenschaften Gottes? Gibt es da welche, die mit dem gesunden Menschenverstand widersprechen? Also im Gegensatz zum Islam ist es so, dass der Hinduismus nicht nur einen unschlüssigen Götterkult präsentiert, sondern wenn man sich die Eigenschaften betrachtet, die bestimmten hinduistischen Gottheiten zugeschrieben werden, dann kann man sagen, dass auch sie unvollkommen und unvollständig sind im Vergleich zum islamischen Gott. Als Beispiel sei hier Brahma aufgeführt. Wie ich eben schon sagte, gilt Brahma als der oberste Gott bei den Hindus und er wird auch als Schöpfer gesehen. Gleichzeitig glauben aber die Hindus, dass die Seelen und die Materie nicht von Brahma erschaffen wurden und dass sie schon seit Ewigkeiten existieren. Und die Aufgabe von Brahma beschränkt sich lediglich darauf, dass er die Seele nimmt und einem bestimmten Körper zuweist. Das heißt, er fügt sie nur zusammen. Und somit gleicht er halt
sozusagen einen Pharmazeuten, der auf dem Labor Erde eigentlich nur die Seele mit dem Körper zusammenbindet und der aber nicht die Macht hat, etwas aus dem Nichts heraus, etwas Neues zu erschaffen. Und das heißt schon, die Haupteigenschaft des Erschaffens, welche ja eigentlich einen Gott auszeichnen sollte, sogar die ist im Hinduismus nicht präsent. Im Gegensatz dazu sehen wir, dass der Gott im Islam sich als ein Wesen präsentiert, der alles erschaffen hat. Im Heiligen Koran ist das Wort Khalaqa, was etwas erschaffen heißt, über 200 Mal erwähnt. Einige Beispiele kann ich hier nennen. So heißt es in einem Vers aus dem Heiligen Koran: وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er ist es, der alles für euch erschuf, was auf Erden ist. In einem weiteren Vers heißt es: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ. Das ist Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm. خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَبُدُوهُ. Dem Schöpfer aller Dinge. So betet ihn an. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Und er ist Hüter über alle Dinge. Oder in einem anderen Vers heißt es: قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Sprich, Allah ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Einige, der Allmächtige. So, neben dieser Eigenschaft gibt es auch verschiedene andere Eigenschaften, die sich auf die Schöpfung beziehen und das Verhältnis des Schöpfers zu seinem Geschöpf zeigen und näher beschreiben. So ist er zum Beispiel, wie eben aus dem Vers schon hervorgeht, Khaliqu kulli shay, der Schöpfer aller Dinge. Eine weitere Eigenschaft ist Badi, heißt auch Schöpfer, aber zu dem feinen Unterschied komme ich gleich. Eine weitere Eigenschaft Gottes ist Al-Bari, der Gestalter. Oder eine weitere Al-Musawwir, der Former. Oder er ist auch Rab, das heißt der Herr. Auf den ersten Blick scheinen diese Eigenschaften sich alle zu decken, aber es gibt schon einen feinen Unterschied, den ich hier dann erläutern möchte. Khaliqu kulli shay'in heißt, er ist der Schöpfer, der alle Dinge erschaffen hat. Das heißt, auch die Seelen und auch die Materie. Das heißt, nichts ist aus seiner Macht ausgeschlossen, dass er es erschaffen könnte. Badi'un bedeutet, dass Gott das System des Weltalls geplant und erfunden hat und nicht etwas zufällig entdeckt hat oder einer anderen Sache nachgeahmt hat. Khalq, also auch Schöpfung, also was Schöpfung bedeutet, heißt, hat auch eine andere Bedeutung, nämlich die Bedeutung von Planung. Und Gott als Khaliq, als Schöpfer, hat praktisch alle Dinge in einer bestimmten Reihenfolge geordnet und lenkt das Weltall nach einem bestimmten System. Bari, der Gestalter, bedeutet, dass Gott verschiedene Wesen ins Leben gerufen hat und praktisch dann Gesetze festgelegt hat, nach welchen sich das Geschöpf fortfährt, sich zu vermehren und auszubreiten. Musawwir bedeutet Former, was heißt, dass Gott jedem erschaffenen Ding eine bestimmte Form gegeben hat und diese Form entspricht dann halt seinen Funktionen, die sie wahrnehmen muss. Rab, der Herr, bedeutet, dass Gott nach der Erschaffung die Fähigkeiten der erschaffenen Dinge kontinuierlich pflegt und sie zur Vervollkommnung führt. All diese Eigenschaften, die ich eben erwähnt habe, bezeichnen halt die Eigenschaft des Schöpfers oder bezeichnen halt verschiedene Aspekte des Gottes als einen Schöpfer. So sehen wir, dass der Heilige Koran die Eigenschaften Gottes auf eine so vollkommene Art und Weise präsentiert, dass es eigentlich gar keinen Ausweg mehr gibt zum Polytheismus. Und bei Brahma allerdings, beim hinduistischen Schöpfer, stellt sich schon die Frage, welche Autorität er eigentlich über die Seelen oder über die Materie verfügt, wenn er sie nicht erschaffen hat. Das heißt, wenn er etwas nicht erschafft, dann kann er auch nicht darüber verfügen, weil er ja nicht der Besitzer ist und nicht der Schöpfer ist. Gut, Sadik, was mich noch interessieren würde bezüglich Hinduismus, weil wir ja auch ein bisschen Religionen miteinander in Betracht ziehen. Der Kamal hat das vorhin auch kurz angesprochen, und zwar die Eigenschaft des Vergebens im Christentum. Könntest du noch vielleicht etwas dazu sagen im Hinduismus? Was passiert beispielsweise, wenn ich einen Fehler mache? Was passiert mit mir? Ja, das ist so, dass auch im hinduistischen Gottesbild der Gott halt der Eigenschaft des Vergebens und Verzeihens entbehrt. In diesem Zusammenhang muss man halt die Lehre der Reinkarnation verstehen. Reinkarnation heißt,
dass die Seele nach dem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren wird. Nun, denn Brahma, der kann ja keine neuen Seelen erschaffen. Und dann müsste es ja, die logische Konsequenz ist ja dann, dass die Seelen, dass das Leben nach einer bestimmten Zeit auf der Erde auslicht. Und so sind die Hindus zu dem Gedanken gekommen, dass die Seelen halt immer wieder geboren werden und in einem neuen Körper auf diese Erde zurückkommen. Und dieser Kreislauf von Tod und Wiedergeburt wird bei den Hindus Samsara genannt. Als was man dann wiedergeboren wird, ist dann abhängig von der Karma. Und die Karma ist halt, die Karma bezeichnet halt die Gesamtheit der guten und schlechten Taten, die ein Mensch in seinem Leben begangen hat. Das heißt, das Schicksal des Menschen ist abhängig, also das hat er selbst in seiner eigenen Hand, als was er geboren wird. Das heißt, wenn jemand schlechte Taten begeht, kann es sein, dass er im nächsten Leben vielleicht als ein Hund, als ein Affe oder vielleicht sogar als ein Insekt, ein Wurm wiedergeboren wird. Und das heißt, der springende Punkt hierbei ist aber, dass Gott halt den Menschen seine Sünden nicht vergeben kann. Das heißt, der Mensch ist dazu verdammt, immer wieder auf die Erde zurückzukommen. Das heißt, er kann keine nie ewige Erlösung erlangen. Und ganz gleich, wie fromm man gewesen ist, ist es halt nicht möglich, ewige Erlösung zu erlangen. Im Islam zeigt sich der Gott jedoch als ein Gott, der allvergebend ist und allverzeihend ist. So heißt es im Heiligen Koran zum Beispiel, Nabbi Ibadi, Anni Anal Ghafurur Rahim, verkünde meinen Dienern, dass ich fürwahr der Allverzeihende, der Barmherzige bin. Oder in einem anderen Vers heißt es, Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah vergibt alle Sünden. Innahu huwal ghafurur rahim. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. So zusammenfassend kann man sagen, dass halt die Gottesvorstellung, die der Hinduismus uns präsentiert, unvollständig ist und inakzeptabel ist und dass allein der Gott im Islam sich als ein Gott präsentiert, der vollkommen ist und der die Gläubigen dazu aufruft, praktisch nach ihm zu suchen und ihn zu finden. Vielen Dank, Savik, für diese umfassende Analyse bezüglich des Gotteskonzeptes vom Hinduismus. Liebe Zuschauer, wir wollen jetzt auch über das Judentum sprechen, denn das Judentum, Rana, ist auch eine noch heute außer Acht zu lassende Religion. Könntest du uns vielleicht die Gottesvorstellung in der jüdischen Religion etwas näher bringen? Und vor allen Dingen, gibt es auch dort, denn keine Einheit ist dort auch die keine Einheit Gottes geboten? Oder wie ist es dort? Nun, wenn wir den Judentum mit dem Islam vergleichen, dann stellen wir gleich fest, dass der Judentum und der Islam überwältigende Übereinstimmungen haben. Dass zum Beispiel beide an die Einheit Gottes glauben und an die Propheten glauben. Aber zur gleichen Zeit sehen wir auch, dass es gravierende Unterschiede gibt. Dass die Auffassung der Lehren unterschiedlich verstanden wird und dass auch die Eigenschaften der Gottesvorstellung anders wahrgenommen wird. Wenn wir zum Beispiel nämlich jetzt die heiligen Schriften der beiden Religionen vergleichen und diese auf ihre Authentizität untersuchen, dann bemerken wir, dass der heilige Koran, die Schrift des Islams, die einzige Schrift ist, die zudem auch natürlich die aktuellste oder die zuletzt offenbarte ist, also nach dem Alten und nach dem Neuen Testament offenbart wurde, immer noch dem Original entspricht, also nicht verändert wurde. Wohingegen der Alte und das Neue Testament über die Zeit Veränderungen erfahren hat, auch Ergänzungen erfahren hat und dass man selbst Unterschiede zwischen verschiedenen Ausgaben der Verlege sehen kann. Wenn wir nun den Koran wieder zum Vergleich ziehen, dann sehen wir, dass der Koran schon während der Offenbarungsperiode niedergeschrieben wurde und dass auch wie damals und auch heute die Gewohnheit herrscht, dass man den Koran auswendig gelernt hat und anderen gelehrt hat, um auch so zu garantieren, dass der Koran nicht verfälscht wird über die Zeit. Aus diesem Grund fordert auch der Begründer der Jamaat Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed aus Qadiana, dass er fordert die anderen Gelehrten anderer Religionen dazu auf, dass sie es ihm nicht beweisen können, aus ihren eigenen Lehren zu beweisen, dass Gott sich selbst die Verantwortung auferlegt hat, dass er die Schrift vor Verfälschung oder vor Veränderung bewahren wird. Denn dies ist nur dem Islam einzig dem Islam zugesprochen, denn Gott sagt selbst im Heiligen Koran, wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung hinabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Nun, wie kann dann der Gott der Juden, wie sie ihn repräsentieren, der wahre Gott sein, wenn er nicht mehr in der Lage war, die Schrift des Judentums auch von Verfälschung zu bewahren?
Zudem sehen wir auch, dass die Lehre des Judentums nicht vollkommen ist, weil sie nur einem bestimmten Volk zugesandt wurde. Denn im Buch Mose lesen wir, dass berichtet wird, denn ein heiliges Volk bist du, Jahwe, deinem Gott, und dich hat Jahwe erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. So sehen sich die Juden als ein besonderes Volk, als das auserwählte Volk. Sie sehen sich als ein Volk, das allen anderen überlegen ist. Sie sagen auch weiterhin, dass ihnen ein heiliges Land zugesprochen wurde, nämlich das Land von Palästina. Und wir finden auch oftmals die Formulierung im Alten Testament, dass davon gesprochen wird, dass gelobt sei der Herr, der Gott der Israels, der Israeliten. Also dass sie das immer sehr stark hervorheben und betonen, dass es Gott der Israeliten ist, dass nur sie davon angesprochen sind. Dass die Lehre, die Moses offenbart wurde, dass sie nur den Juden galt. An dieser Stelle, finde ich, habe ich ein Beispiel aus dem Neuen Testament, welches die Situation der heutigen Juden sehr gut widerspiegelt. Nämlich eine Frau ist zum Jesus gekommen und verlangte von ihm, dass er ihre Tochter, die vom Teufel besessen war, befreien soll. Und so baten die Jünger Jesus dazu auf, dass er die Tochter heilen solle. Da erwiderte jedoch Jesus und sagte, ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Also er hat klar ausgesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Er hat sich davon abgegrenzt. Aber die Frau, der es sehr wichtig war, dass ihr Kind geheilt wird, ließ nicht von Jesus ab. Und dann erwiderte Jesus, bezogen auf die Frau, und sagte, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihren Brot nehme und es den Hunden vorwerfe. Also er distanziert sich komplett. Er sagt, er ist nur für das Volk Israel gesandt worden und es gilt nur ihm, es gilt nur das, dass man das Volk Israels zurechtweist. Nun, wenn wir dies dann weiter ausführen und dann das auf die heutige Zeit beziehen, dann sehen wir, dass das Judentum eine Religion ist, der man nicht einfach zugehören kann. Man kann nur als Jude geboren werden, man kann nicht zum Judentum konvertieren. Und auch wird die Lehre des Judentums nicht missioniert. Sie sind nicht daran interessiert, dass ihre Lehre verbreitet wird, sondern die Lehre ist nur für ein bestimmtes Volk gedacht. Nun stellt sich die Frage, wie kann dieser Gott, den die Juden repräsentieren, der wahre Gott sein, der Allmächtige sein, wenn die Lehre nur für ein bestimmtes Volk gedacht ist? Wie kann er barmherzig sein, wenn er gar nicht daran interessiert ist, den Rest der Welt, ausgenommen den Juden, diese Recht zu leiten? Wenn wir jetzt nun aber den Islam betrachten, dann sehen wir, dass der Gott des Islam, so wie Islam Gott repräsentiert, ein Barmherziger ist. Dass er ein Gott ist, der für die ganze Menschheit ist. Sondern der Islam geht einen Schritt weiter und sagt, dass der Herr der Welten und des Universums ist. Was ich an dieser Stelle anmerken möchte, ist, dass wenn es Leben oder Wesen außerhalb unserer Erde im Universum geben würde oder gibt, dann wäre der Gott des Islams, der wahre Gott, auch deren Gott. Und deshalb kann man festhalten, dass es hier große Unterschiede zwischen der Gottesvorstellung im Judentum und Islam gibt. Du hast am Anfang kurz erwähnt, dass in puncto Einheit Gottes der Judentum und der Islam doch relativ nah sind, wenn nicht sogar gleich. Meine Frage wäre, wie ist es, oder so habe ich das aus deiner Argumentation gehört, stehen einige von den Juden Gott zugewiesenen Eigenschaften in Widerspruch zum Islam? Welche anderen Attribute Gottes sind unvereinbar mit der Gottesvorstellung des Islams? Ja, also ein sehr hervorstechender Attribut Gottes ist ja auch, dass er lebendig ist. Das, was vor allem der Islam vertritt. Aber wenn wir die anderen Religionen, alle anderen Weltreligionen betrachten, dann sehen wir, dass sowie das Alte Testament und wie das Neue Testament, also das Judentum und Christentum, davon ausgehen, dass Gott nicht mehr lebendig ist. Dass er sozusagen nicht mehr mit seiner Schöpfung kommuniziert, so wie er es mit den Propheten getan hat. Dass es keine Offenbarung mehr seinerseits gibt, dass er sich sozusagen auf seinen Thron niedergesetzt hat, zuschaut und sich nicht mehr ans Geschehen beteiligt. Der Islam hingegen sagt, dass Gott immer noch lebendig ist und zu seiner Schöpfung spricht, in Form von, indem er Gebete erhört oder indem er über Visionen, Wahrträume oder Offenbarung mit den Menschen spricht. Also es sagt der Islam, dass es jedem Menschen möglich ist, egal ob er Muslim ist, nicht Muslim ist oder gar Atheist ist, dass er eine Bindung oder Beziehung zu Gott aufbauen kann. Aber natürlich muss man hinzufügen, dass wenn man
wahre Rechtleitung erfahren möchte, diese man nur durch den Islam erfahren kann. Da fällt mir ein Beispiel wieder aus dem Neuen Testament ein, wo Jesus selbst der Mangel in Glaubensinsichten in seinen Jüngern aufgefallen ist. Da ist ein junger Mann Jesus vorgebracht worden, der vom Teufel besessen war. Und Jesus sollte diesen heilen. Jesus heilte diesen auch und woraufhin die Jünger Jesus fragten, warum es denn nicht ihnen möglich war, dass sie ihn geheilt haben. Da erwiderte Jesus, sprach er, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich von hinten dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass an sich der Gott der Juden oder des Judentums der gleiche Gott ist, den auch Islam repräsentiert. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass die Juden ihre Lehre und ihren Glauben sozusagen den Rücken zugewendet haben, indem die Lehre verfälscht wurde. Denn der Islam repräsentiert einen gegensätzlichen Glauben, indem er sagt, dass Gott immer noch lebendig ist und zu seiner Schöpfung spricht. So heißt es im Koran: Wahrlich, wir erschufen den Menschen und wir wissen alles, was sein Fleisch ihm zuflüstert. Denn wir sind ihm näher als die Halsader. Also da ist nochmal Bezug genommen, wie nah Gott eigentlich dem Menschen ist. Und dass es an sich gar nicht möglich ist, dass man davon spricht, dass Gott nicht lebendig ist. Also kommen wir zu dem Entschluss, dass der Islam, so wie er Gott repräsentiert, der Islam sogar sagt, dass Islam die einzige Religion ist, die noch heute einen lebendigen Gott beweisen kann. Und dass er ein Gott ist, der für die ganze Menschheit gekommen ist und auf ewig herrscht und herrschen wird. Und wenn wir nochmal zurück zum Judentum kommen, dass der Judentum sich von dem wahren Gott sozusagen entfernt hat, weil sich ihre Lehre über die Zeit verändert hat und weil die Lehre, die dem Judentum gegeben wurde, noch nicht vollkommen war. Ja, vielen Dank, Rana, für diese ausführliche Antwort. Sehr interessant, auch vor allen Dingen der Vergleich mit dem Islam. Rana, bevor wir die Diskussion hier weiterführen, habe ich gesehen, gab es während der Antwort auch eine Wortmeldung. Sie hatten eine Frage, ja bitte. Vielleicht kann man das Mikrofon durchreichen. Es wurde bis jetzt über einige Religionen gesprochen, wobei der Buddhismus noch nicht erwähnt wurde. Meiner Meinung nach spielt der Buddhismus vor allem in der heutigen Zeit hier in Europa eine sehr wichtige Rolle. Ich wollte daher wissen, was denn der Buddhismus über die Person Gottes sagt, was denn Ihre Meinung darüber ist. Vielen Dank. Ja, wir hatten bereits auch vorgehabt, kurz am Ende nochmal über den Buddhismus zu sprechen, weil es ganz klar, auch Buddhismus ist einer der sogenannten Weltreligionen-Runner. Und du hattest dich auch da ein bisschen vorbereitet gehabt. Wir hatten dich gebeten, ein bisschen auch über den Buddhismus uns zu erzählen. Und jetzt auch der Herr Zuschauer wollte das auch wissen. Kannst du da vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingehen? Wie ist die Gottesvorstellung im Buddhismus? Ganz kurz vielleicht. Ja, aber da müsste ich gleich mal vorne anmerken, dass solche Fragen ob es einen Gott im Buddhismus gibt oder wie sich Buddhisten einen Gott vorstellen, diese Fragen sehr schwer zu beantworten sind, weil man heutzutage natürlich den Anschein hat, dass es im Buddhismus keinen Gott gibt. Aber wenn wir die Lehren Buddhas näher untersuchen, dann stellen wir doch fest, dass es doch einen Gott im Buddhismus gab. Aber wenn wir die Lehre selbst zunächst mal betrachten, auch da ist es ein bisschen schwierig, erstmal herauszufinden, was denn die wahre Lehre war. Denn die Lehre, die Tripakta übersetzt, drei Körbe, wurde erst nach ca. 450 Jahren nach dem Tode Buddhas niedergeschrieben. Und so schreiben Gelehrten wie Theodor Kern darüber, dass je mehr wir versuchen, der Schwierigkeit, das heißt dem Erklären bestimmter Doktrinen, Herr zu werden, desto mehr werden wir zu der Annahme getrieben, dass der ursprüngliche Buddhismus nicht unbedingt jener der kanonischen Schriften gleicht. Also, dass diese sich von der Tripakta entfernen. Dr. Lee Bon schreibt an einer anderen Stelle, es sind nicht die Bücher, sondern die Monumente, die man studieren sollte, um zu erfahren, was Buddhismus gewesen war. Also ist vielmehr nicht das Gewicht auf der Tripakta gelegt, sondern vielmehr auf die Monumenten, weil diese Monumente, die wurden von dem König Ashoka
ca. 250 Jahre nach Buddha niedergeschrieben oder wurden eingraviert gelassen in Felsen oder in Höhlen in verschiedenen Ländern wie Afghanistan, Pakistan, Indien. Und man kann also diese viel mehr als die eher die richtige Überlieferung annehmen. Und wenn wir nun diese Monumente untersuchen und dann die Lehre Buddhas betrachten, dann stellen wir auf einmal fest, dass da dann auf einmal die Rede von einer bestehenden Seele, von Hölle und Paradies und die Rede von einem Gott ist. Und so finden wir auch einen Dialog über Buddha, den er führte, wo er versucht, einen Streit zwischen zwei Dorfbewohnern zu schlichten, wobei die Streitfrage ist, welcher der Gelehrten, der beiden Dorfbewohner, welchem es eher möglich ist, die Gläubigen zu Gott zu führen. Und darauf stellt Buddha erstmal die Frage, ob denn die Gelehrten der Dorfbewohner überhaupt Gott gesehen haben, ihn überhaupt mal erfahren haben. Und die Dorfbewohner, die verneinen es. Und dann antwortet Buddha weiter, wenn ich zitieren darf, wenn weder einer dieser Brahmen noch irgendeiner dieser Gurus Gott mit ihren eigenen Augen gesehen haben, wie können sie dann irgendeinen Menschen zu Gott führen? Die Wege, die sie zu diesem Zwecke aufzeigen, sind sämtlich falsch. Gott, der Herr, ist weit entfernter und feinstofflicher als die entferntesten und feinstofflichsten Produkte der materiellen Welt. Nur derjenige kann dich zu Gott führen, natürlich den Dorfbewohner ansprechend, der selbst von Gott kommt. Also Buddha spricht über sich selbst, dass er sozusagen Gottes Botschaft überbringt und er Gott erfahren hat, ihn sozusagen gesehen hat, also natürlich metaphorisch. Und alle anderen Begriffe wie Nirvana, die heutzutage in Europa sehr gängig sind, oder auch das Anbeten Buddhas, diese Sachen finden wir gar nicht in der Lehre Buddhas. Denn Buddha sagt über sich selbst oder die Anhänger ansprechend, dass diese nicht seine Person oder seinen Körper nach seinem Tode anbeten sollen. So können wir letztlich festhalten, dass wenn wir die Religion der Buddhisten mit dem Islam vergleichen, dass das Buddhismus, dem es nicht mal möglich war, seine eigenen Anhänger an Gottes Glauben ranzuhalten, nicht möglich war, dass es dann auch nicht wichtig ist, darüber zu reden, ob denn Buddhismus der Welt den Weg zu Gott zeigen kann. Vielen Dank, Rainer, für diese ausführliche Antwort. Und ich hoffe, dass die Antwort sich damit geklärt hat. Wir hatten ja sowieso vor, kurz über den Buddhismus zu sprechen, aber ich denke, die Frage war auch berechtigt. Und damit neigen wir uns auch dem Ende der heutigen Sendung zu. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle erstmal bei meinen kompetenten Gesprächspartnern bedanken, dass sie Zeit gefunden haben, Herr Kamal Ahmed, Sadiq Ahmedbad und Rana Manowel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Der Dank geht auch an das Publikum hier im Studio, auch an Sie geht der Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, wir neigen uns nicht nur der Sendung zum Ende hin, sondern auch der Thematik der Gottesexistenz, wollen so langsam auch die Thematik abwickeln und zu dem Thema kommen, Religion. Das heißt, wir haben inzwischen durch die ganzen Sendungen, die wir bis jetzt produziert haben, für Sie, liebe Zuschauer, hervorheben können, dass es einen Gott geben sollte. Und wenn es die Vorstellung von Gott in der Religion des Islams doch am vernünftigsten klingt und wollen in der nächsten Sendung, liebe Zuschauer, darüber sprechen, wenn es einen Gott gibt, braucht man aber dann auch eine Religion? Denn das ist ja auch eine Frage. Ich kann ja an Gott glauben, muss aber nicht unbedingt eine Religion haben. Auf diese Frage wollen wir das nächste Mal uns dazu Stellung nehmen. Bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben, liebe Zuschauer, und hoffe, dass Sie nächstes Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ziele erklärt. Und ich verabschiede mich bei Ihnen mit den islamischen Grüßen. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen.